So, zieh dir eine lange Hose an, haben sie gesagt, ja? Zieh dir festes Schuhwerk an, haben sie gesagt. Zieh dir eine Jacke an, es ist kalt, es regnet, haben sie gesagt. Ich habe jetzt mein Katzenshirt. Meine Crocs, ne, die müssen immer mit und die kurze Hose, denn wir sind heute auf der Fahrt ins Legoland nach, ich weiß gar nicht, wie es heißt, Grützburg oder so. Grützburg in Bayern, im tiefsten Bayern, gerade an der Tankstelle. Wir tanken gerade das Auto vor, ich sehe schon, es ist bei 70 Euro, ist immer noch nicht voll. Hier, das ist das Auto, zack, das ist die Tankstelle, das ist der Ramses. Wir sind bei 72 Euro angelangt. Wir fahren jetzt los, es ist 8.21 Uhr, 72 Euro. Mal gucken, wann wir ankommen. Ja. So, wir sind jetzt angekommen in Günzburg. Das erinnert mich immer an Gunther von der WWE. Es ist jetzt um, warte mal, es ist 11.40 Uhr. 11.40 Uhr in Günzburg und wir stehen hier irgendwo auf dem Parkplatz. Hier sind so viele Autos. Wir müssen uns nur merken, wir sind bei der Katze. Da ist nämlich noch anderes Zeug. Ein riesengroßes Dankeschön erstmal an den Pavlo. Das habe ich nämlich total vergessen. Der Pavlo hat dem Ramses nämlich 4 Tickets fürs Legoland geschenkt. Der konnte die nicht mehr nutzen. Hat gesagt, Ramses, wie wär's hier? Deswegen habe ich jetzt die Marie, das Muttertier und Pupsi eingepackt und mich selber. Wir sind jetzt hierher gefahren. Dankeschön, Pablo, also für dieses Geschenk. Das waren auch ca. 200 Euro. Also so eine Karte kostet 50 Euro. Und auf dem Weg nach Günzburg haben wir so viele tolle Orte gesehen. Zum Beispiel Marsbach. Das ist bestimmt Hannes sein Lieblingsort, Marsbach. Wir haben Fuchsloch gefunden. Fuchsloch gefunden, ja. Wir hatten Schopfloch, also die haben lauter Löcher hier. Und das letzte war Bobfingen, was ich gut fand. Erinnert mich an Bobs und Finger. Finger in Po Mexiko. Bobfingen. Wir laufen jetzt zum Eingang. Und ich habe Pablo versprochen, dass ich ein Video mache, dass er sieht, was wir sehen und er verpasst hat. Und dann kann er sich das immer angucken. Und das ist das Muttertier. Hallo Muttertier. Hallo. Günzburg. Sag auch mal Günzburg. Günzburg. Gunther in Günzburg, das wäre es noch. Den hätten wir auch mitnehmen müssen. Sehr guter Einsatz. Da kann man scratchen, ja. Ich komme mir vor wie beim GoFest. Hier seht ihr schon, Team Gelb ist auch vertreten, wa? Da vorne ist ein Gebüsch. Da kommt Musik raus, wie beim GoFest. Musikalische Unterhaltung ist auch am Start. Und hier, Mama hat gerade gesagt, urinfarbener Fummel hätte ich anziehen müssen. Hey, die Leute, hier ist der Eingang, hier steht Legoland. Guckt euch das mal an hier. Da was aufgebaut, da steht Legoland, ne? Legoland Deutschland. Wir laufen einfach mal kurz hier dran vorbei. Gucken uns das mal ganz an. Legoland Deutschland. Da oben ist ein Raptor und ein Abenteurer. Hört ihr die Musik? Wie beim GoFest. Das muss eigentlich das Thumbnail sein. Legoland. So, jetzt war ich kurz eingefroren und hoffe, dass das dann fürs Thumbnail passt. Was? So, wir haben uns jetzt durch die Schleuse durchgeschleust. Da sind die Schlusen, ne? Und hier am ersten Baum, den ich sehe, hängen einfach Schallplatten, warum auch immer. Das sieht auf jeden Fall auch sehr interessant aus. Ein ganzer Baum mit Schallplatten, da drüben auch. Schallplattenbäume, jetzt neu. Das ist das erste Habitat. Weil wir alle so total aufgeregt sind, waren wir auch alle erstmal brav auf Toilette. Das hier ist mein Kollege, der bewacht die Toilette, ne? Der sagt auch Bescheid, gerade noch rechtzeitig. Kennt ihr den? Schon mal gesehen? Guckt ihr mal das Bärtle an und die Augen. Hat hier eine Kloschüssel, dass ihr genau wisst, hier ist die Toilette. So, gleich am Eingang, wie beim GoFest damals in Dortmund, gab es eine Karte, dass ihr seht, wo überall was ist. Gab es in Berlin ja nicht. Das ist immer noch kein GoFest, aber ich komme mir immer noch so vor. Das ist das Muttertier. Die hält jetzt hier die Legoland-Karte fest. Das seht ihr, wir sind nämlich hier unten beim Eingang. Und das gibt es alles zu entdecken. Hier oben ist auch alles mal so aufgelistet. Eingangsbereich, Miniland, Lego City, Little Asia, Land der Ritter, Imagination, Land der Abenteuer, Land der Pharaonen, Land der Piraten, Lego Ninjago World, Lego Extreme und Legende.
Hier gibt es bestimmt scharfes Essen bei Lego Extreme. Ihr seht, das ist alles schön auch unterteilt, wie Habitate eben beim GoFest. Einzelne Bereiche. Wir gucken mal, was wir alles finden und wo wir überall hin können. Danke, Muttertier. Oh. Wir befinden uns jetzt bei der Lego Akademie. Steht hier. Was darf da nicht fehlen? Natürlich, der Einstein. Guck dir den mal an. So ein großer Kopf. Das sieht richtig genial aus. Wir wollen doch gleich mal hier aufs erste Fahrgeschäft drauf. Das sind so Tassen, das seht ihr aber jetzt. So, Grüße an Pablo hier an der Stelle. Gützburg. Wir sind im ersten Fahrgeschäft. Guck das mal an hier, wie die alle durchtragen. Ja, hoppa, hoppa, Mai. So sieht es hier aus. Was ist denn mit euch? Ist doch alles gut? Ihr müsst euch auch festhalten. Halt euch fest. Hilfe, Pablo. Pablo, ich weiß, du meinst es gut mit mir, aber nein, danke. Da falle ich dann raus mit 150 Kilo. Ist das nichts für mich? Aber sieht auf jeden Fall gut aus. Wenn ihr hier schon mal drauf wart, schreibt es mir in die Kommentare. So, wir haben schon die erste Abzockbude gefunden. Hier könnt ihr mit Basketbällen reinwerfen. Ein Ball, 4,10 Euro. 10 Euro für 4 Bälle. Wir haben jetzt einfach mal 10 Euro dagelassen. Muss man machen. So, Pupsi, du darfst. Nein! Haben wir nicht gesehen. Guckst du mal hier. So, Muttertier am Ball. Ich hab Angst. Was macht die da? Hilfe! Und abgeprallt. So, alles verkackt. Das war's. Ciao. Guck mal. Baum gefunden. Sieht das nicht herrlich aus, ne? Ich glaube, wenn es hier Sommer ist und es ist nicht gerade nass, weil es regnet die ganze Zeit, ist das hier auch richtig schön mit Natur zum Sitzen, zum Gucken. Hier ist eigentlich ein künstlicher See. Ich glaube, im Sommer ist das wie ein Springbrunnen und da kommt einfach Wasser raus. So, ich weiß nicht, ob das was zu bedeuten hat. Hier sind lauter Instrumente aufgebaut, wie man hier sieht. Da sind Instrumente, die gehen hier lang. Hier sind lauter farbige Flächen, da springen die Kinder drauf rum. Ist das nicht herrlich? Und dann kommt da Wasser mit raus. Ob man da Musik machen kann, je nachdem, auf welches Feld man tritt oder ob das einfach nur so ist, kann ich nicht genau sagen, aber ich kann was anderes sagen. Dieser T-Rex hat Hunger. Guckt euch das mal an. So ein dicker, großer T-Rex. Der hat einen Hamburger in der Hand. Das ist nämlich, da muss ich wieder ein Stück zurückgehen, dass man das besser sieht, das ist Lego Stars. Obwohl, auf der Seite sieht das komisch aus. Ich muss den Lego Stars Saurier von der anderen Seite filmen. So, jetzt von der Seite. Stars Grillhaus. Deswegen hat der T-Rex auch einen Hamburger. Das ist das Grillhaus. Guck mal, was unser Freund gefunden hat. In der Dschungeloase gibt es nämlich große Legoland Hotdogs links. Und weil ich eigentlich noch nichts gegessen habe, werde ich mir jetzt einfach mal so einen holen und probieren, wie der schmeckt, ja. So, wir haben die nächste Abzockerbude gefunden, Spinnenwin. Ich glaube, die spinnen wirklich. Spaß. Hier, ein Spin, 6 Euro. Da ist so ein Höhlenmensch. Und hier habt ihr ein Rad. 6 Euro. Einmal drehen. Und dann könnt ihr hier irgendwelche Plüschtiere gewinnen. Für 6 Euro. Heißt das, ich darf drehen oder was? Also Pupsi dreht am Rad. Guck mal, ich habe den Knirps gesehen. Ich dreh mal das Riesenrad mit Marie zusammen. Ein Medium. Medium. Das klingt ja wie ein Burger. Dankeschön. Zeig mal den Igel. Ach, der ist aber niedlich. Ach, ist der süß. Für 6 Euro ist der süß. Aber jetzt der Hotdog. So, jetzt ist die Hotdog-Schlange so lang, dass wir nochmal drehen müssen. Ja? Das liegt in unserer Natur. Wir machen zusammen, ja? Ja. Es muss einmal rumgehen. Einmal Schwung holen und dann. Hoppa! Nein! Es wird immer schlechter, immer schlechter. Von Medium zu Small. Okay, danke. Ein Koalabär? Zeig schon mal. Der hatte eine viel größere Nase wie der Igel. Jetzt aber Hotdog. So, damit ihr wisst, wovon ich die ganze Zeit rede, mit Hotdog. Hier gibt's Hotdogs, sogar drei verschiedene.
Einmal der schwäbische Hotdog mit Wurst, Ketchup, Senf im Laugenbrötchen, das ist wichtig. Der dänische sogar mit Essiggurken, Röstzwiebeln, Remouladensoße im langen Softbrötchen. Oder der amerikanische mit Pulled Chicken, Coleslaw, Röstzwiebeln, Barbecue-Soße. 5,20, 5,50, 5,90. Ich nehme den dänischen, das Muttertier nimmt den amerikanischen. Und die zeigen euch gleich, wie die ausschauen. So, die Hotdogs sind fertig, ne? Das ist ein fertiger Hotdog. Sieht aus wie Sägespäne reingefüllt. Das ist der dänische. Und das ist der amerikanische mit Coleslaw, mit The Pulled Chicken. Dänische Delikatessen. Guckt euch den mal an. Wie toll. Super krosses Brötchen. Da stand ja langes Softbrötchen. Das ist mega knusprig. Auch außenrum ist es warm. Es ist total flauschig gleichzeitig. Da ist die Röstzwiebeln. Die auch richtig knusprig sind, die Gürkchen drauf, das Würstchen, lecker. Ich bin gespannt jetzt mal den amerikanischen, wie der schmeckt. Ich sehe gar kein Würstchen. Ich gehe mal an die andere Seite, um da ein Würstchen zu finden. So, jetzt fällt auf sofort, das Brötchen hat sogar eine sehr leicht süßliche Note. Ich fand den amerikanischen sogar aber besser. Eben durch den Coleslaw. Ich kaufe mir von Pop auch immer Coleslaw-Salat, mache den an die Samyang-Nudeln mit ran. Coleslaw richtig gut, deswegen war der auch richtig nicht so trocken. Der erste ist ein bisschen trockener gewesen als der zweite. Bei dem anderen ist die ganze Soße über die Hand gelaufen. Das sah richtig gut aus, hat auch richtig gut geschmeckt. Diese Attraktion ist vorübergehend außer Betrieb. Ja, meine jetzt den Abenteuerspielplatz. Den finden Sie nämlich hier, der Bär. Das ist der Abenteuerspielplatz. Oder meinen die das Slush-Eis? Was meint ihr? Was ist die Attraktion? Das Slush-Eis oder der Abenteuerspielplatz? Ich glaube, das ist beides gleichwertig. Servus. Servus. Wir stehen jetzt hier live vor dem Affentheater hinter mir. Ne? Und das Beste ist heute auch beim Affentheater. Heute keine Show. Ich glaube, die wollen, dass wir zurück hier zu dem Basketball-Ding gehen. 6 Euro. Oder zum Riesenrad, 6 Euro. Das ist richtig herrlich hier. So, da sind wir auch schon an der nächsten Abzockbude angekommen. Entenangeln, richtig stark. Habe ich noch nie gemacht, sieht aber lustig aus. Guckt euch das mal an. Da sind die Enten, ja. Die schwimmen alle im Kreis. Und wieder 6 Euro. Unter den Enten stehen Zahlen oder irgendwas. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich gucke einfach mal, was sie jetzt hier machen. Marie möchte das. Mal gucken, was bei rauskommt. Wie lange hat sie da jetzt Zeit? Das geht nicht nach Zeit. Nehmt doch nicht frei auf einmal. Sie darf einfach. Ich kann nicht. Ja, das kann ich dir jetzt nicht helfen. Also sie darf sich 3 angeln und wenn sie jetzt 3 mit einmal hat, dann hat sie ihre 3. Ach so. Und jetzt zählen die Zahlen, die unten dran sind. Marie, das war's. So, jetzt. Das war der Spaß für die ganze Familie. Dann lasse ich sie wieder frei. Tschüss, Enten. So, 1 Zentimeter bewegt. Nächste Abzockbude gefunden hier. Eimer werfen. 2 Bälle, 5 Euro. Beide müssen drin bleiben. Dann gibt es einen Preis. Seht ihr hier nochmal, wenn wir uns mal hier durchvogeln. 2 Spiele für 5 Euro. Wenn du in die Mitte triffst, wieder raus. Okay? Bin ich auf Kamera? Seite. Nein, das war schon. Okay, nochmal. Müssen wir den Kopf abschneiden. Zack. Also, ey. 2 Würfe, 2 Treffer, wunderbar. Das sind 5 Euro. Jo mei. Hupsi ist jetzt auf den Geschmack gekommen. Hat gedacht, 5 Euro, das toppe ich noch. Ich steck 10 rein. Gibt's gleich 5 Bälle. Müssen da jetzt auch alle 5 drin sein oder nur 2? Wie 10 Bälle? Jetzt check ich gar nichts mehr. So, dann mach hier mal 20 Bälle rein jetzt. Hoppa, einer raus. Marie. Hoppa, zweiter raus. Versuchen Sie nicht so gerade zu kommen. Mit einem hohen Bogen von hier kommt er direkt rein. Und versuchen hier an der Seite. Hoppa, und daneben. Nicht mich. Genau, wenn du die Frau abwirfst und die fällt dann um, dann können wir uns was aussuchen. Dann sieht es nämlich keiner mehr. Das ist der Plan gewesen. Ja, jetzt ist einer drin mit Körpertreffer, aber bringt ja nichts. Wir brauchen ja 2 in einem Spiel, die drin sind. Nee, mach nicht fest.
Ja, das war schon. Ja, das war. Hey! 10 Euro! Captain Nix Piratenschlacht, das hört sich doch fein an. Endlich mal wieder was, ein Fahrgeschäft. Achtung, hier werden sie nass. Geht mal rein, wir sehen uns später. So, wir sind jetzt hier auf dem Piratenschiff. Das Schiff, das fährt, guck, da steht der Rest. Und da sind sie, die greifen einen alle an, glaube ich. Nee, niemand. Guck dir mal das dicke Krokodil an. So eins hatte ich auch immer. Der wird gerade runtergelassen ins Wasser. Wir fahren jetzt hier unten drunter durch. Ja, ihr müsst da rechts kurbeln oder so. Guck, wenn du kurbelst, dann funktioniert das nämlich. Ah, bring uns alle um, Hilfe! Da guck, wie sie schießen. Schieß zurück. Nein! Kurbeln, das ging zum euer Leben. Kurbeln! Die haben stärkere Kanonen als wir. Und hinten wird auch geschossen. Ah, Hilfe! Ich hab keine. Ich muss ja auch kurbeln und schießen gleichzeitig. Verdammt ich nochmal, überall von allen Ecken. Ich komm nicht hier hin, ich stehe in Sicherheit. So weit schießen die eh nicht. Doch, ich krieg's alles ab hier, die Piratenschlacht. Was ich cool finde, ist der Hai, der da vorne noch schwimmt. Den müssen wir euch auch noch zeigen. Wir sind doch hier jetzt sicher. Guck dir das an. Wir sind jetzt sicher. Hier ist niemand, hier kommt keiner. Und dann drüben noch durch den Todesstern, durch den Totenkopf durch. Die werden gespritzt. Da sind wir gerade lang gefahren. Da sind wir lang. Von allen Seiten haben sie geschossen. Aber hier sieht alles gut aus. Hier haben wir noch eine schöne Insel. Eine Pirateninsel und einen Schatz. Hier haben wir ein versunkenes Boot. Da ist einer in einem Fass. Und hier ist der Hai, den ich gebeint habe. Guckt euch den Hai an. Der schwimmt hier immer einmal drumherum. Da ist er wieder. Guck dir das an. So realistisch. Jetzt gleich kommt der große Tunnel. Da müssen wir durch. Das sieht richtig stark aus. Ah! Wir schießen von da drüben bis hier rüber. Ich gehe von Bord, Hilfe! Merkt ihr das? Die Schiffe schießen sich gegenseitig ab. Wir müssen hier durch. Der Tod naht. Nein! Da kam schon wieder alles von hinten angespritzt. Das sieht gut aus. Wir haben es gleich geschafft. Einmal durch. Oh, und spritzt schon wieder auf die Schulter. Hier, jetzt kommt's. Hier drin ist es ja. Guckt euch das an. Selbst hier. Boom. Da sind die Düsen. Jetzt haben wir hier ein Wasser. Ach, hier ein Regenbogen. Guckt doch mal hier. Ein Regenbogen. Und ein Piratenangler. Da vorne steht noch ein Skelett. Zum Glück kommt die Sonne jetzt raus und trocknet wieder alles. Das war eine wildspritzige Fahrt. Das Skelett, das brauchen wir noch zum Schluss. Da ist er. Guck dir den an. So, hinter mir seht ihr jetzt die nächste Attraktion. Das ist dieses Schiff. Und da, wo die Kinder sitzen, drauf. So, wir hängen jetzt hier drauf. Ich musste extra die Mütze abnehmen, hat der Herr gesagt. Nicht, dass da die Mütze wegfliegt. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt hier tun. Wir fliegen jetzt hier rum. Man sieht eigentlich nichts davon. Ich traue mir nicht, die Hand auszustrecken und die Hände hoch in den Himmel, dann will ich wegfliegen hier. Man denkt einfach, ich bewege mich gar nicht. Eigentlich müsste man da raus, damit man sieht, was da draußen sich abspielt und die Leute da rumrennen. So. Aber es geht. Ich habe das mal schlimmer vorgestellt. Das ist ja wie wenn du im Bett liegst abends. Wie wenn du hier eine Apfelschorle zu viel getrunken hast, dann dreht sich auf einmal alles und du hängst dort. Das Muttertier ist übrigens auch da. Die ist hier neben mir, die freut sich auch noch, dass es hier so schön ist. Oh. Das ist doch herrlich. Guck mal in den Himmel rein, guckst da, hier, wie der Uwe dreht. Hoppa! Oh, wieder nur. Das sind die G-Kräfte, die Fliehkräfte. Ist gleich vorbei. Jetzt kennen sie mal. Oh. So, die letzte Schwankung kommt. Jetzt merke ich den Hotdog wieder. Arr, welcome to the Waffelschwert. Habt ihr das gesehen? Da sind die Piraten mit Waffeln, mit Schokowaffeln oder irgendwas anderes. Kann ich nicht genau definieren. Zeigt mir euch mal, wenn es ankommt. Oh, zeig mal dein Waffelschwert. Ist es nicht süß? Im wahrsten Sinne des Wortes, das ist süß. Das ist nämlich Schoko mit Zeug. Das Waffelschwert im Legoland.
Fast 5 Euro. So, vom Land der Piraten geht's jetzt hier wohl in den Ninja-Garten, wa? Guck mal hier. Zack. Das sieht alles sehr asiatisch aus irgendwie. Da ist, kann doch nicht sein, da steht Ninja Kitchen. Verarsche von Ramses Kitchen. Adaptiert. Ja, wir haben uns abgesprochen. Habe ich gesagt, könnt ihr ruhig verwenden. Ne? Seitdem bezahlt mir Lego jeden Monat 10.000 Euro, dass sie hier exklusiv Ninja Kitchen eröffnen konnten. So, und das gibt es exklusiv bei Ninja Kitchen, nicht bei Ramses Kitchen. Natürlich Nudeln, Asia-Nudeln. Guck mal hier, Ninja Kitchen. Mein Name, nur halt mit Ninja davor. So, Pupsi, dich stellen wir jetzt hier ab, ja. Da ist eine Rutsche, da kannst du rutschen. Wir gehen so lang weiter. Jetzt ist die Rutsche besetzt, Pupsi. Jetzt kannst du nicht rutschen. Hier haben wir auch jetzt die einzelnen Ninjago-Figuren, wenn ihr die kennt. Hier zum Beispiel Feuer. Das ist der Feuermann. Wah. Guckt euch den an. Hier haben wir als nächstes grüne Kraft. Das ist der Kollege hier. Oder Blitz haben wir auch noch. Das ist der hier. Der rote Blitz kenne ich nur. Das ist der blaue Blitz. Und natürlich hier vor diesem riesigen Tempel, dem Ninjagos Reit Tempel, habt ihr auch diese Drachen. Sind ja auch ganz klassisch für den asiatischen Raum. Guckt ihr das doch mal an, wie genial das aussieht. Alles aus Lego. Und die Zähne in das Maul rein, die Nase, die Augen, alles genial. Wir filmen aber jetzt nicht jeden einzelnen Ninjago, es fängt schon wieder mega an zu regnen. So, wir sind jetzt hier im Ninjago-Tempel eingedrungen, da kennt man an den Deckenleuchten. Wenn man hier mal hochguckt, sieht das so schärlig aus, ne? Wie ein Ninja-Tempel, ne? Tempel! Genau! Genau, nur genau, der Thomas wieder. Grüße geht raus! So, guckt euch mal die Kulisse an hinter mir. Sieht das nicht genial aus? Ich glaube, ich habe die vier Elemente gefunden, wenn wir uns rumdrehen. Feuer, Wasser, Luft und Erde. Oder Eis und Gras, ne? Matt Riddle. Wir stehen natürlich immer noch an, dauert noch 3 Jahre, aber es lohnt sich hoffentlich. So, das war Ninja Go. Wir waren jetzt da drin, das war also ewig angestanden, dann ein Fahrgeschäft gehabt, zu viert in einem Wagen gesessen und du hast die einzelnen Elemente durchlebt. Da waren Bildschirme, du hattest 3D-Brillen, du musstest immer mit der Hand so Bewegungen machen, dass du sozusagen geschossen hast auf die Gegner, die da waren und die Bosse besiegt. Eigentlich war das richtig actiongeladen. Am Ende stand da immer so eine Tafel, da hast du von jedem ein Bild gesehen, der im Wagen gesessen hat, wer wie viele Punkte hatte, wer das beste Team vom ganzen Tag war. War eigentlich richtig cool, ich habe noch nicht gecheckt, wie das geht. Maria die meisten Punkte von uns gehabt, dann kam Sandra, dann ich, dann die Mama. Also es gibt Leute, die haben 422.000 Punkte gehabt bei dem Ding. Ich hatte 8.000, Mama 12.000 oder so, Marie 82.000. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Oh, guck mal, die Eisbären. Sind die nicht süß? Guckt euch doch mal die Eisbären an, wie die hier sitzen. Einfach obendrauf. Hier gibt es nämlich auch Eis. Weil die Eisbären, aber erstmal Klo. So, weg von den Eisbären ins Miniaturland. Hier gibt es sogar AR-Erlebnisse, ja. Lade die App, scan den Code, erweckt Fledermaus mit AR zum Leben. Das ist ein Schmetterling als Maus. Das sieht richtig heftig aus und guckt euch das mal an. Hier ist einfach alles klein nachgebaut, Schiffe, Städte, alles. Da ist eine Ratte mit Flügeln. Wie komisch sieht das denn aus? Ich weiß gar nicht, ob es noch aufnimmt. Da steht was Komisches auf dem Bildschirm. Aber ich kann euch hier drüben noch was zeigen, weil da geht es genauso weiter mit der Action. Hier seht ihr auch nochmal überall Boote, Stege, ein Riesenrad, ein Riesen-Titanic sozusagen. Da ist Habru Ubrau Umbau. Ach, das ist eine Firma, eine Umbaufirma, alles. Das sieht auf jeden Fall richtig genial aus, aber Pupsi ist schon wieder weitergezogen. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles in der Zeit hier drauf kriegen soll. Denn wir müssen ja auch noch auf die Wildwasserbahn, wo keiner drauf will, außer ich. Guck mal, was wir da gefunden haben. Wisst ihr, zu wem dieser Fuß gehört? Wir zeigen es euch mal. Wir gehen hier hoch und haben eine Giraffe mit einem Basketball auf der Nase. Der Basketball dreht sich. Das sah jetzt komisch aus wegen der Witterung. Das heißt, wir gehen mal kurz auf die andere Seite.
versuchen, die Giraffe nochmal drauf zu haben. Aber immer noch ist der böse Himmel im Hintergrund. Wir laufen also bis hier rüber und gucken nochmal so. Das ist die Giraffe mit dem Basketball. Und da ist das Muttertier und da ist auch Marie und die feste der Giraffe gerade ans Euder. Wie Natururin. Da haben wir Duplo Village. Das Dorf, was komplett aus Duplo gebaut wurde. Max, mögen Sie auch Duplo, ja? Diese längste Praline die der längste, Welt. Ja, die längste Praline der Welt. Sehr, die ist sehr lecker. Sehr lecker, ja, okay. Lecker. Ich bin eher so der Mangerie-Fan. Der Mangerie wollte immer keiner. Seid ihr Mangerie-Fans, schreibt es mal rein. Oder Rocher, oder Ferrero Küsschen, oder Duplo. Das passt gar nicht zu dem Rest, merke ich gerade. Verdammt, schneidet's raus. Duplo, die längste Praline im Legoland. Dschungel-Expedition. Wir laufen einfach mal hier rein, gucken, was es da gibt. Falls wir irgendwas finden, melden wir uns zurück. Hoppa! Wie in einem Land vor unserer Zeit, nur irgendwie ganz anders. Auf jeden Fall tröpfelt es schon wieder irgendwo auf den Kopf. Aber ich glaube, das kommt von dem Wasser da. So, wir sind jetzt heimlich hier auf der Wildwasserbahn. So sieht das aus, wenn man davor fährt. Das ist das Muttertier. Die verkleidet sich gerade und wir werden jetzt gleich da drüben runterfliegen. Mal gucken, was passiert, Junge. Ja, wenn ihr guckt, seht ihr, wir fahren jetzt rückwärts. Wir sind gerade rückwärts da den Tunnel runtergeschleudert worden. Alles nass, alles hinten drauf. Ich hoffe, gleich geht es wieder vorwärts und wir fliegen. Was ist da hinter uns? Nix. Alles gut, alles korrekt. Wir werden bestimmt gleich wieder gedreht und fliegen vorwärts irgendwo rein. Großmutter, Großmutter! Der spritzt! Nochmal! Jetzt macht er nichts mehr, der süße Kleine wieder mal. Man ist ja eh nass vom Regen, das stört ja gar nicht. Guck mal. So, ich glaube, jetzt wird's ernst. Wir werden jetzt hier hochgezogen, ja. Gleich ist vorbei. Sprich dein letztes Gebet, Großmutter. Ich hab dich. So. Ich weiß gar nicht, ob ich mich zeigen soll oder die Fahrt nach vorne. Ich habe keine Ahnung. Es geht auf jeden Fall hier hoch. Und da vorne geht's runter. Da vorne geht's runter. Es wird nass. Es geht's dir gut, ja? Das ist aber sehr schön. Hoppa! War das genial. Am liebsten nochmal. So, nachdem wir jetzt komplett nass sind, es regnet auch, ist egal, wir sind eh nass, sind wir jetzt hier im Land der Pharaonen. Wenn ich mich mal rumdrehe, guckt euch das mal an, wie toll das hier aussieht, der Tempel da drüben. Wir gehen auch gleich mal noch ein Stück näher ran. Ich suche jetzt Pupsi und Marie, wir haben uns nämlich getrennt und die müssten irgendwo hier sein. So, das gehört natürlich auch dazu, das Kamel mit der Mütze, ne? Hier alles dabei. Hier ist noch was, da laufe ich mal ganz nah ran, dann kann ich es von unten nämlich vielleicht mal abfilmen. Ungefähr so. Dieses hier. Guck mal, wie episch das aussieht. So ein Riesentempel. Hier ist noch eine Expedition. Refresh and refill, also frisch bin ich. Kuba! Habe ich einen Namen vergessen. Meister Yoda. Ne, keine Ahnung. Sieht aus wie ein Baby-Pokémon von Star Wars. Die ganze Wand voll. Das ist aber schön. So eine Tapete brauche ich unbedingt für zu Hause. So, hier hinter mir könnt ihr noch Heißluftballon fahren. Müsste aber nicht. Ist auch gar nicht so hoch. Sieht eigentlich gemütlich aus. Also traut euch, geht drauf. Ich muss immer noch Pupsi suchen. Und Marie. Hat auch aufgehört zu regnen. Bestes Wetter jetzt. Ihr kennt alle WrestleMania. Ihr kennt auch die Raidmania. Aber vergesst alles, denn hier gibt es die
Pizza Mania. Die haben sogar einen eigenen Stand, Wagen, der aber gerade nicht offen ist, wie so vieles. Guck, Pizza Mania. Sieht das nicht richtig gut aus? Warum bin ich dann nicht drauf gekommen, aus der WrestleMania eine Raid Mania zu machen? Ich hätte einfach eine Pizza Mania machen müssen. Ich sitze jeden Mittwoch in der Raid-Stunde zu Hause und esse eine Pizza, eine Stunde lang. Also lass mir Zeit, ne? Das wäre richtig cool. So, wir haben Pupsi gefunden, wir haben Marie gefunden und wir haben noch was gefunden. Legoland Pommes. Guckt euch das mal an. Die sehen original aus wie Lego-Steine. Die haben sogar die Noppen dran. Könnte auch ein Stück von einem Tintenfisch sein, von einem Oktopus. Schmecken sehr frittiert. Salzig, kartoffelig, würzig, pikant. Richtig genial. Ich weiß nicht, was die anderen haben. Ich finde die gut. Brauche ich mir aber nicht mehr holen. Weiß ja jetzt, wie sie aussehen. So, wir stehen jetzt hier vor einer Ritterburg oder das, was übrig ist. Wenn wir hier hochgucken, seht ihr schon die Türme. Da ein Turm, Wipfel dran und alles. Hier steht auch ein Meet and Greet Spot. Ich glaube, hier kannst du wirklich mal ein Go-Fest abhalten mit Meet and Greet, wo sich alle hier treffen. Guckt euch mal das Wappen an. Das sieht toll aus, oder? Da sind die Ritter drauf, da sind Blumen. Ja, man kann ja mal nicht filmen hier. Ist immer so viel los, deswegen. Und ich dachte, diese fette Burg vom Prinz Eisenherz ist richtig genial. Im Endeffekt ist das alles eigentlich aber ein Shop. Einfach nur ein Shop, ne? Guck mal nach oben. Da steht extra Castle Shop drauf. Das ist eine Burg. Ich gehe nur kurz hier rüber, weil da ist nämlich nichts los, da sind noch keine Menschen. Dafür liegt hier aber ein Rittersmann, betrunken neben der Brücke. Der sieht aus wie Hannes, oder? Hannes, geht's dir gut? Das sieht nicht gut aus. Das erinnert mich an die Goldene Meile mit Hannes und Kesto. So haben sie da gelegen. Ansonsten habt ihr hier natürlich so eine Zugbrücke. Ich weiß nicht, ob man da normalerweise rein kann und ob da irgendwas noch gemacht wird, abgehalten wird. Oh, ich sehe gerade Schweine. Warte, Moment. Das erinnert mich an Adi. Erst, also nicht das. Das ist ein Schwein, ja? Das erinnert mich aber an Adi, weil der Adi immer seinen Kopf überall reinsteckt und dann immer alles hängen bleibt. Und dann hat er das einfach auf dem Kopf. Das ist Papa. Das ist Papa, okay. Papa Schwein. Das ist nicht Adi, das ist Papa. Jetzt wisst ihr es. Hallo. 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 Bin ich im Video dabei? Ja, jetzt schon. Grüße gehen raus an dich, ja, falls du das siehst. Ramses. So, ich habe ein neues Fahrgeschäft gefunden. Das heißt, glaube ich, in der Mitte steppt der Bär. Und warum das so heißt, das zeige ich euch jetzt. Da, in der Mitte, da steppt der Bär. Und ansonsten geht es hier immer hoch und runter und hoch und runter. Und ihr fliegt einfach nur rum. Hoch und runter und hoch. Wir melden uns gleich wieder von draußen. Okay, vergesst, was ich gerade gesagt habe. Wir melden uns nicht von draußen. Wir melden uns von hinten. Denn wir fahren jetzt rückwärts. Das heißt, es zieht im Genick. Oh, aber ich glaube, die Leute haben Spaß. Denn da steppt der Bär immer noch. Wie der Stepp, guck doch hier. Ihr kennt doch alle Leon, ne? Den Leon Die, also Do It Yourself. Wegen Handwerk, der ist ja Handwerker. Originalabbild, Leon, pass auf jetzt. Hast du nicht gesehen, oder? Und es passt so, der hat sogar einen Hammer am Start. Der hat sogar einen Amboss am Start. Und er hat sich auf den Finger gehauen. Das ist der Döner Leon. Do it yourself. Sieht aus wie von den Simpsons. Ist komplett gelb. Grüße an Leon natürlich an der Stelle. So, wir wollen mal ganz spontan sein. Hier ist nämlich ein Riesenschild Goldsuche. Hier kommt Wasser runtergelaufen. Hier sind alles solche Schächte. Da stehen die Leute hier. Ein Sieben in dem Sand. Ich habe eine Hand. Ich will mal hier reingreifen. Gucken, ob ich irgendwo irgendwas finde. Weil ist ja Goldsuche, ne? Es fühlt sich auf jeden Fall sehr schön an, hier drin rumzuwühlen. Und dann glaube ich, ich habe den Sinn nicht verstanden. Vielleicht musst du doch mit dem Ding rumwühlen und dann bleibt unten dieser feine Staub oder so klemmen. Aber wenn du da drauf guckst, siehst du eigentlich hier immer so, wie will man das beschreiben? Hier, das sind so lauter kleine so Partikel, die
Sieht aus wie Späne. Und die bleiben wahrscheinlich dann hängen in diesem Sieb. Und die kannst du vorne dann, glaube ich, irgendwie abgeben. Ich habe jetzt gedacht, da sind vielleicht Münzen drinnen, die du in die Hand nehmen kannst. Aber das sind nur diese kleinen Partikel, die dann abgesiebt übrig bleiben. Und dann kannst du dich freuen. Das ist doch schön. Guckt euch mal diesen fetten Legostein an. Gezogen und getragen von diesem Dino. Der blaue Dino mit den roten Fußnägeln und der Sicherheitsweste. Das ist auch cool, oder? Sicherheitsweste am Start, Helm auf, alles perfekt. So, man kommt sich schon vor wie im Zoo. Wir haben Geradax gefunden in der Gala Edition, deswegen ist das auch so schwarz-weiß. Guckt euch das mal an. Geradax, ist der nicht süß? Da ist noch einer, der guckt. Und hier der Große. Guck mal, den kannst du an Bobs fassen. Hallo, Gera. Und das sieht man schon. Das ist der Adi. Der hat die Hand oben. Das nächste Pokémon gefunden. Ein Bidifass. Guckt euch das an. Ein Biber? Butzemann, ein Biber. Und alles hat eine Nase. Wieso redet denn der bei mir nicht? Und bei euch schon? Sie auch an die Hand fassen. Im Namen seiner Majestät des Königs heiße ich euch in unserem Königreich herzlich willkommen. Habt eine schöne Reise durch unser glückliches Königreich und weit über seine Grenzen hinaus. Glückliches Königreich. Rrr, der Biberputze. Der klingt aber süß, oder? Flying Ninjago. Und daneben die Werft mit Bauarbeitern. Es ist ein riesiges Kletterparadies mit Rutschen allen drum und dran, wo die Kinder das runterrutschen können. Auf Wiedersehen in Lego City. Ja, hier sind noch wieder Bauarbeiter, das kennst du. Egal, wo du langfährst, das ist Berlin. Ne? Verstehst du? In Günzburg. Grütz, ich glaube, die wollen zum Legoland Express, weil das ist das, was die Mama unbedingt heute wollte. Die wollte einmal in Legoland Express und damit fahren. Woppa! Und da haben wir es geschafft und sitzen im Legoland Express. Ne? Guckt euch das an. Rein in Tunnel rein. Das war der Wunsch von der Mama, die wollte unbedingt mit dem Legoland Express fahren. Jetzt sitzt sie hier und freust du dich? Ja. Oh, es ist schön, gell? Zeig mal, Däumle. Ja, der fährt, glaube ich, 6 Minuten vom Bahnhof raus. Und in 6 Minuten ist er dann wieder am Bahnhof drin. Wir fahren also jetzt hier in Lichtgeschwindigkeit einmal um den Park oder so, könnte man denken. Ich kann leider nichts rumdrehen, sonst sieht man ja die Leute. Das erinnert mich an die Bahn im Märchenwald. So, guckt mal da raus. Das ist die wilde Fahrt. Und da gucken sie, ne? Von das hier die ganzen Aufbauten, die ich vorhin verpasst habe hier, die ganzen Städte, hat ja auch einer gesagt, dass da die ganzen Städte nachgebastelt sind. Das ist Berlin, hat einer gesagt. Kennt ihr ja, das ist München, das ist Berlin. Guckt euch das an. Ich wusste gar nicht, dass Berlin und der Rest überall so viel Gewässer hat. Sieht alles aus wie Venedig. Ja, die Länder haben ja so. Berlin, was? Länder. Ja, weil Berlin ist ein Land. Ich habe doch nur drauf gehört, was der Mann gesagt hat. Ja, nee, du darfst ja nicht. Ach so, du hast recht. Ich filme einfach nur deine Haare an deinen Haaren vorbei. Und da sieht man da draußen noch mehr. Boote und wieder Wald. So. Das finde ich auch richtig genial. Können dasselbe Auto fahren, also die Kinders, ne? Können hier rumfahren. Hier gibt es sogar Tankstellen dabei. Da können wir schon mal die Verkehrsregeln üben. Da gibt es Ampeln sogar, die richtig auf Rot schalten. Alle fahren kreuz und quer dadurch. Habe ich vorhin nicht gesehen, sehe ich jetzt, weil wir außen rumfahren. So, wir sind jetzt mit dem Legoland Express gefahren, sind wieder auf festem Boden. Hier ist noch eine Brücke, die überqueren wir. Und guckt euch mal hier den Himmel an, bei der Brücke. Also nicht den Himmel dahinter, aber den Himmel hier. Da hängen überall Legosteine und das ist alles, sind Lichterketten. Ich würde ja wirklich gerne mal sehen, wie das ausschaut, wenn es dunkel ist, wenn dieser ganze Himmel hier leuchtet und die ganzen Steine dazwischen. Was ist das hier? Damit wollte ich eigentlich auch mal fahren, aber haben wir irgendwie auch nicht geschafft. Wir müssen nämlich jetzt zu unserer Lieblingsattraktion, die wir heute gefunden haben. Aber guck mal, wie viel Spaß das macht. Einfach sich drehen im Wasser. Ach, Wasser ist ja so schön. So, wir sind zurück bei unserer Lieblingsabzockbude.
Spaß. Wir haben noch zweimal Dreher dran. Guck. Los, Mariechen. Gib alles. Gib alles. Pfeif in die Hände und Schmalz! Also small, ne? Nein. Was Kleines. Was Kleines, Süßes. Aber der zweite ist diesmal für Pupsi. Pupsi möchte selber auch mal drehen. Hat ja auch 12 Euro dafür bezahlt. Ich werde bekloppt. 12 Euro. Pupsi, möchtest du schon drehen? Ich weiß nicht, ob das geht. Na bestimmt. Er sieht doch dann, wo du ist. Ne? Schmalz! Ich hab das Wasser weiß. Einmal Schmalz. Was ist denn Consolation-Preis? Consodalia. Keine Ahnung, was das ist. Was ist Consolation-Preis? Trostpreis. Großpreis? Trostpreis, ja. Einen. Ach, Trostpreis. Großpreis, Trostpreis. Small ist small und Consolation ist Konsole, verstehst du? Da geht die Kohle. Wisst ihr, was ich verpasst habe? Das Beste, ne? Kartoffeldippers im Becher to go mit zwei Soßen für 5,20. Soßen zur Auswahl, Ketchup oder Mayonnaise. Da sind zwei Soßen drin. Einmal Ketchup, einmal Mayonnaise. Oder ihr könnt auswählen zwischen Ketchup und Mayonnaise. Da fällt mir auf, ich habe heute im ganzen Ding eigentlich nur 5 Euro dagelassen. Nämlich für einen Hotdog. Das war das günstigste Legoland, was ich hier erlebt habe. Jetzt muss ich nochmal das Muttertier suchen. Die möchte sich nämlich noch einen Kaffee holen. Und dann gehen wir auch schon wieder raus, weil es macht eh um 6 zu. Und bis um 6 wollte ich eigentlich bleiben, obwohl ich gar nicht wusste, dass das bis um 6 auf hat. Aber passt perfekt. Nee, kannst du nicht. Doch. Sag hallo. Hallo. Sag mal hallo. Sag mal hallo. Hallo. Bis nächste Mal. Bis nächste Mal. So, es ist jetzt 17.47 Uhr. Was ist das denn? Was ist da denn los? Wir haben jetzt das Parkticket geholt. Guckt euch das an. Das Parkticket, die haben wir eh nur noch bis 18 Uhr auf. Es ist 17.47 Uhr, wir verlassen den Park. Das Muttertier hat nicht mehr ihren Kaffee bekommen. Die wollte dann doch nicht, wegen den Preisen. Ich habe gesehen, es gibt sogar Günzburger Bier. Konnte ich ja nicht testen, schade. Es gab sogar Legoland Chili Burger, konnte ich nicht testen. Es gab andere Burger von Legoland für 30 Euro, konnte ich nicht testen. Theoretisch nichts gegessen, außer das eine Hotdog, aber war ganz okay. Wir suchen jetzt das Auto, gucken, ob wir rauskommen und ob wir überhaupt zu Hause heile ankommen. Wie gesagt, es ist kurz vor 6. Mal gucken, wann wir zu Hause sind. 22 Uhr kommt Restling. So, gib's ihm jetzt wieder. Günzburg. Gib's ihm jetzt bitte wieder. So. Auf Post. Gunther. So, wir sind jetzt zu Hause angekommen. Es ist 21.30 Uhr. Wann sind wir los? Jetzt sind wir da. Ich mach mal die Tür auf, gucken wir, ob der Adi da ist. Wenn wir das aufschließen. Adi? Gut, da hören wir schon was. Der ist ganz allein. Und jetzt rennt er weg. Der ist ganz allein. Da rennt er weg. Hast du das gesehen? Mama, was ist denn, wenn er jedes Mal Miau macht? Also normalerweise ist der Adi ja immer total anhänglich und sagt sich, ja komm her, oder bist du endlich wieder. Aber jetzt hat er irgendwie Schiss und haut ab. Und dann muss man den suchen, da ist er da hinten. Adi, ja Adi, ja was ist denn, komm mal her. Adi Schatz, ich bin's. So. Dicke Wurst. Der Adi hat nämlich Angst vor Marie, weil er kennt sie ja nicht. So, die laufen sich ja eigentlich nie großartig über den Weg. Deswegen weiß er nicht, wer das ist. Und deswegen rennt er dann immer weg und deswegen versteckt er sich. Und wir sind jetzt insgesamt also 600 Kilometer gefahren heute. 300 hin, 300 zurück. Und was ich noch sagen wollte... Danke an Pablo also für die Tickets für das Legoland. Es war das allererste Mal, dass ich im Legoland war. Und ich kann auch direkt dazu sagen, ohne die Tickets von Pablo wäre ich niemals ins Legoland gefahren. Ich bin nicht so der Freizeitpark-Mensch.
Auch wenn Legoland, ey, ich wäre nie ins Legoland gefahren. Nur wegen Pablo bin ich dahin gefahren, weil er gefragt hat, hast du Verwendung? Ich dachte, ist vielleicht toll, um Marie was zu bieten, Mama mal irgendwo rauszubringen, dass die mal was sieht, was sie noch nicht kennt, für Pupsi was zu machen. Mir ging's nicht um mich, ich habe an die drei anderen gedacht. Und als Pablo gesagt hat, er kann ja nicht und ob ich da ein schönes Video machen kann, dachte ich, okay, so kann ich, wenn er schon selber nicht hin kann, ein Video machen, dass er sieht, wie es dort ist und wie es dort aussieht und was er verpasst hat, sozusagen, als wäre er dann auch dabei gewesen. Das hatte aber so viele Hindernisse, da, egal bei welchem Fahrgeschäft du warst und was gemacht hast, dich immer reingesetzt hast, gefilmt, gelabert und 5 Sekunden später kam immer irgendeiner, ey, Handy weg, Handy ist verboten, keine Aufnahmen. Da, bei jedem Ding, egal wo du warst, wieder Handy weg, kein Selfie-Stick, keine Kamera, alles verboten. Das waren so viele Leute, die Fotos gemacht haben, die Bilder gemacht haben, die Videos gemacht haben mit den Handys, sonst was. Es war so schwer, jetzt dieses Video von Pablo zu machen. Aber was wäre gewesen, du kommst da rein, die sagen keine Aufnahmen. Du verlässt den Park wieder und hast nichts. Einfach nur, wir fahren dahin und wir sind wieder zu Hause. Das wäre nichts gewesen. Ich habe es also so gemacht. Und mal gucken, ob das jetzt passt oder nicht. Ich versuche auch keine Gesichter drauf zu machen oder so. Weiß ich nicht. Wir sind zu Hause. Alles sieht gut aus. Alle sind genervt. Ich höre es schon wieder. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Und danke an Pablo. War ein anstrengender Tag. Ich bin froh, wieder zu Hause zu sein. Trotzdem, die Wildwasserbahn war richtig genial. Das war mein absolutes Highlight. Wart ihr schon mal im Legoland? Schreibt's mir in die Kommentare. Kennt ihr Pablo? Schreibt's in die Kommentare, wenn ihr den Pablo kennt. Adi, was ist denn? Adi, Schatz. Der Adi ist hier bei mir, gell? Adi, die suchen dich draußen im Flur, obwohl du hier bist. Männchen. So, peace out, Vorhaut, euer Ramses.